Biskuitrouladenrezepte gibt es viele. Wir zeigen Ihnen heute, wie man eine Biskuitroulade mit leichter Orangennote zaubert. Für die Masse Dotter, Zucker, Dr. Oetker Vanillinzucker und Dr. Oetker Finesse natürliches Orangenschalenaroma schaumig rühren. Eiklar mit Zucker steif schlagen und unter die Dottermasse heben. Stärkemehl mit Mehl vermischen, darüber sieben und mit dem Kochlöffel unterheben. Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech mit ca. 30 x 35 cm streichen. Das Blech in die Mitte des vorgeheizten Rohres schieben und bei Ober- und Unterhitze bei 200 Grad ca. 7 Minuten backen. Die Biskuitmasse darf nicht zu viel gebacken werden, da die Roulade beim Einrollen sonst leichter bricht. Das Biskuit nach dem Backen auf dem Backblech etwas überkühlen lassen, bevor es gestürzt wird. Für eine Biskuitroulade mit Marmeladefüllung wird das Biskuit auf leicht bemehltes Backpapier gestürzt. Das Backpapier abziehen. Das Biskuit gleichmäßig mit der Marillenmarmelade bestreichen. Die Roulade ca. 1 cm vom Rand weg der Länge nach einritzen. Das erleichtert das erste Überrollen. Nach dem Einrollen die Roulade straffen, damit sie keine Hohlräume hat. Wenn es einmal schneller gehen soll, Backmischung für Biskuitroulade mit beigebacktem Dekorzucker zum Bestreuen.